Weshalb seid ihr über die Heuchler in zwei Parteien gespalten? Unter denen, die ihre Religion aufgespaltet haben und so in Sekten zerfielen, wobei sich jede Partei ihre eigenen Doktrinen erfreut. Wir haben im siebten Teil bewiesen, dass Hamza und sein Al-Batuti-Team Hadithe falsch interpretieren und somit auch andere Leute die Hadithe falsch verstehen lassen. Dies haben wir anhand von Koran und Sunna beweisen können. Denn es heißt nicht, seid nicht nach mir Kafir, indem ihr eure einander Köpfe zerhackt, sondern den Hadith kann man auch so verstehen, seid nicht wie die Ungläubigen, indem ihr eure Köpfe einschlägt oder zerhackt, wie auch immer. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Version von Hamza und dem originalen Hadith, so wie es zu verstehen ist. Denn normalerweise ist die Botschaft des Hadithes, dass man nicht töten soll für Dunya, wie die Ungläubigen, die sich gegenseitig ihre Köpfe zerhacken oder einschlagen, wegen Dunya, dem Diesseits. Das haben wir im siebten Teil erwähnt. Den Beweis dafür, wie man den Hadith verstehen muss, haben wir auch aus dem Koran gezeigt. Aus dem Koran, wobei das Wort Allahs das beste Wort ist. Denn in Surah 49, Ayah 9 heißt es, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقي إلى أمر الله فإن فأت وأصلح بينهما بالعدل وأقصد إن الله يحب المقصدين. Die sinngemäßige Übersetzung: Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Denn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenige, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Was sagt Allah tabaraka wa ta'ala in diesem Vers? Was sagt er hier? Wenn zwei Gruppen der Gläubigen miteinander kämpfen, so stiftet Frieden zwischen ihnen. Nehmen wir mal an, dass zu der einen Gruppe die Schia gehören und zu der anderen die Ahl Sunnah wa Jama'ah. Und beide bekämpfen sich gegenseitig. Wenn sich die beiden Gruppen gegenseitig bekämpfen, was soll man dann tun? Wir sollen Frieden zwischen ihnen stiften. Wir sollen Frieden unter ihnen verbreiten und nicht Hass. Sagt Allah tabaraka wa ta'ala in dem Vers, dass man die eine Gruppe hassen soll und die andere nicht? Oder sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass eine Gruppe von ihnen keine Muslime sind? Und dass beide keine Muslime sind? Nein, im Gegenteil. Allah bezeichnet beide als Muslime. Denn er sagt, wenn zwei Gruppen von Gläubigen miteinander kämpfen. Gläubige, zwei Gruppen, die gläubig sind, kämpfen miteinander. Aber diese Ayah ignoriert Al-Batul, die Rafi der Schia-Sekte. Ich frage Hamza und Al-Batul-Team und jeden Schia, der in dieser Meinung ist, wieso nimmt er diesen Ayah nicht an? Wieso interpretiert er diesen Ayah nicht? Ich bin mir sicher, dass er sagen wird, dass diese Ayah es nicht mehr gültig ist. Es ist nämlich so, dass wenn die Schia etwas nicht passt, dann sagen die einfach, dass das Ayah ihre Gültigkeit verloren hat. Wieso sagt ihr nicht gleich, der ganze Koran hat seine Gültigkeit verloren? Weil wenn man schon fast jeden Ayah aus jedem Sura viele Ayah sagt, dass die Gültigkeit verloren haben, dann sagt ihr gleich, der Koran, ja, der ist nicht mehr gültig.
Es gibt manche Eier, die ihre Gültigkeit verloren haben, aber die finden wir auch nur raus mit der Sunna, mit authentischen Quellen aus Sahih, Hadithen. Und die müssen auch berichtigt werden, in der Zeitpunkt muss es auch offenbart werden, wo die Gültigkeit verloren hat zu dem Eier. Und nicht einfach, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam was sagt, ja, und automatisch ist die Gültigkeit verloren, weil man es falsch interpretiert hat. Doch wenn es so sein sollte, das müssen die Schia das auch beweisen können. Meine Frage an die Schia Takfiris: Wieso sagt Allah tabaraka wa ta'ala, dass wenn zwei Muslime in Feldzug gegeneinander kämpfen, wieso sagt er nicht, dass die Kafir geworden sind? Oder dass einer der Gruppe zu Kafir geworden ist? Wieso sagt es Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Was sagt Allah weiter im Koranvers? Wenn die eine von ihnen gegen die andere widerrechtlich vorgeht, dann kämpft gegen diejenigen, die widerrechtlich vorgeht, bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Was heißt das? Was heißt es, die Rafi der Schia-Sekte? Gegen wen soll man kämpfen, die Unrecht vorgehen? Wir Sunniten sagen, dass damals, als es zwischen Ali und anderen Sahabi zum Krieg kam, dass Ali im Recht war. Es kam ja zum Krieg, weil Uthman, radiallahu anhu, ja, ermordet wurde und die Sahabi wollten gegen die Täter kämpfen. Ali, radiallahu anhu, bat sie jedoch um Geduld. Denn Ali befürchtete, dass sich eine Fitna verbreitet hat. Doch der Sahaba, die Sahabis sagten, wie sie geduldig sein können, wenn die Mörder von Uthman noch frei umlaufen. Also beide Gruppen wollten für Haq kämpfen. Die einen, die Sahabis, wollten sich für Uthman radiallahu anhu rächen, denn diejenigen, die Uthman einfach ermordet haben, waren Heuchler. Und Uthman wurde nicht während einer Schlacht umgebracht. Er hat sich auch nicht gewehrt, denn er wusste, dass er eine Prüfung zu bestehen hat. Aber das haben wir schon in den Teilen davor ausführlich wiedergegeben. Nun, Allah weiß mit seiner Weisheit in der Sura 49 und Ayah 9 auf drei Sachen hin. Erstens, in den Ayah wird gesagt, dass zwei Gruppen von Gläubigen kämpfen. Das heißt, dass die beiden Gruppen Muslime waren. Und zweitens, wenn dies der Fall ist, soll man zwischen ihnen Frieden stiften. Und drittens, Allah sagt nicht, dass diejenigen, die vielleicht keinen Hack haben zu kämpfen, dass die ungläubig sind. Ganz im Gegenteil, denn es heißt, sie waren gläubig. Bis sie zu Allahs Befehl zurückkehrt. Wenn sie zurückkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtigkeit und handelt dabei gerecht. Allah liebt ja die Gerechten. Wir sagen, dass die Sahabis damals im Unrecht waren, obwohl zu Ali radiallahu anhs Truppe falsche Leute waren. Die Khawarij und viele von den Fitna-Stifter gehörten in dem Zeitpunkt zu Alis Truppe. Und viele Munafikuns, die Ali nur benutzen wollten. Genauso wie die Rafi der Schia-Sekte heute auch Ali benutzt. Doch trotzdem haben die Sahabis kein Recht dazu gehabt, gegen Ali radiallahu anhu zu kämpfen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie ungläubig wurden oder dass sie deswegen abgeirrt waren oder dass ihre Botschaft nicht richtig war. Sie waren rechtgeleitet und haben gebetet. Sie haben ihre Zakaya gezahlt und haben ihre Gesetze befolgt und die Gebote gehalten. Sie waren Opfer einer Fitna, die von Juden oder von den Feinden der Muslime verbreitet wurde. Könnt ihr euch vorstellen, dass die ganzen Sahabis oder viele von denen waren die an Kämpfen dabei mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit Ali sogar. Ja, die haben gekämpft gegen ihre Feinde. Die haben ihre Eltern, ihre Mutter, ihr Vater dafür geopfert, nur dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getötet wird, dass ihm nichts passiert. Wissen wir, dass Talha radiallahu anhu gesagt hat in dem Krieg, in Uhud, mein Mutter, mein Vater soll für dich Opfer sein.
Ja. Und diese Menschen sind auf einmal jetzt hier die Heuchler. Die wollten für Hack kämpfen. Doch, die Fitna war groß. Und Ali radiallahu anhu war in dieser Zeitpunkt im Recht. Das ist gar nicht die Rede, das Gegenteil zu beweisen. Das wollen wir gar nicht. Aber wir sagen nicht, dass diese Sahabis Kerke wurden oder Ungläubig wurden, weil Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 49, Vers 9 genau dasselbe sagt. Hamza und die Rafida sollte einmal klar werden, dass ich diese Ayah nicht einfach ignorieren kann. Jetzt wollen einige der Schia mit dieser Surah die anderen widerlegen. Die wollen jetzt die Ayah nutzen, die wir auch schon im siebten Teil erwähnt haben. Surah 4, Ayah 93. Sinngemäß Übersetzung. Und wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Ewig darin sollen sie bleiben. Und Allah zürnt ihn und verflucht ihn und bereitet ihnen gewaltige Strafe. Diese Ayah hat nichts mit dem Surah 49 und Ayah 9 zu tun. Erstens steht hier nichts davon, dass sich Gläubige gegenseitig töten, sondern wer einen Gläubigen tötet. Das heißt, dass damit ein Nicht-Muslim gemeint sein kann. Zweitens sagt Allah subhanahu wa ta'ala vorsätzlich. Das heißt, wenn jemand jemanden bewusst tötet, in fast jedem Tafsir wird dies auch bestätigt. Es bedeutet, jemanden einfach so umzubringen, also nicht im Krieg oder in einer Schlacht, sondern von Lust und Laune oder für jenseits tötet. Es ist nicht auf den Kampf zwischen den Gläubigen in Surah 49, Ayah 9 bezogen. Ja, das erstmal dazu, weil die versuchen immer wieder mit irgendwelchen Sachen zu kommen, was mit den anderen Sachen nichts zu tun hat. Es ging damals nicht darum, Ali radiallahu anhu umzubringen, sondern darum, die Mörder von Uthman hinzurichten. Und auch Ali befürchtete es, dass die Mörder hingerichtet werden sollen. Jedoch bat er um Geduld, denn er wollte auf den richtigen Zeitpunkt warten. Deswegen sollte die Rafida Schia-Sekte nicht irregehen und mit den Ayas ankommen, die nicht mit denen zu tun hat, was damals unter den Sahabis passiert ist. Denn die Aya mit denen, die ankommen, wurde zu einem ganz anderen Ereignis offenbart. Die Aya wurde gegen die offenbart, die absichtlich töten, die aus Feindseligkeit töten, die für Dunya töten. Und bei den Geschehnissen unter den Sahabis wollte man den Propheten ohne den Krieg lösen. Und es wurde auch schon alles geklärt ohne Krieg. Doch dann wurde eine Fitna von den Feinden des Islam verbreitet und deswegen kam dann zum Krieg zwischen den Muslimen, doch sie sind nicht dadurch ungläubig geworden. Beide Gruppen sind Bewohner des Paradieses. Beide Gruppen, weil beide Gruppen hatten Hack. Die wollten für Hack kämpfen. Auch wenn der eine vielleicht was Falsches gemacht hat, aber beide hatten den Absicht aus dem Herzen aus für Hack zu kämpfen. Nun haben wir das mal kurz gefasst, was wir auch schon in Teil 7 erwähnt haben. Aber auch wenn es welche geben würde, die hetzen, so wie Hamza gesagt hat, seid nicht ungläubig, indem ihr eure Köpfe einschlägt. Wenn das stimmen würde, was natürlich nicht der Fall ist, was sagen wir dann? Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, sagt auch in Sahih Muslim, O Fatima, ich werde dir am jüngsten Tag nicht helfen können. Ich wiederhole, O Fatima, ich werde dir am jüngsten Tag nicht helfen können. Den Hadith haben wir da. Ja, wir haben jetzt nicht das Originale, wir haben die Hadith-Nummer nicht, aber diesen Hadith existiert. Und wenn es nötig sein sollte, können wir auch den Originaltext zum Arabischen auch raussuchen. Das ist gar kein Problem, wenn manche Leute zweifeln sollten. Aber dieser Hadith gibt den, da ist auch viele Schia bekannt. O Fatima, ich werde dir am jüngsten Tag nicht helfen können. Heißt es jetzt, dass Fatima später irregeleitet wurde? Wenn das behauptet ist, für die Ahl Sunnah und Jamaa ein klarer Ungläubiger. Er ist ungläubig, wie die Schia mit Hadithen umgehen und wie sie Gleichnisse anwenden. Das ist echt unglaublich und zu lachen. Nicht einmal ein kleines Kind geht so leichtsinnig mit den Hadithen um.